Wir haben eine Google Card oder wie das heißt gekauft. Und Tobi ist jetzt irgendwo im All. Das sieht super aus. Guten Morgen, Leute. Hallo an diesem Samstag. Wir sind gestern gut nach Hause gekommen, haben dann alles ausgeräumt, ein ordentliches Mittagsschläfchen gemacht und sehr viel gechillt auf dem Sofa. Deswegen, ich habe jetzt nicht wirklich was gevloggt. Ja, Tobi hat die Google Card, dieses Google Card Ding geholt, weil ich gesehen habe, bei dieser 3D-App, die ich benutze, um unser Haus nachzubauen und einzurichten, dass man gucken kann, was passt wohin und wie groß sind die Räume und so, gibt es irgendwie so ein Google Card Feature. Also kann man das dann halt sich irgendwie so auf die Augen übertragen lassen und so in 3D quasi. Man kann, glaube ich, nicht durch das Haus gehen im Sinne von, du läufst und es geht mit, aber du kannst irgendwie so einen Knopf drücken und dann läuft es quasi so nach vorne und so. Also ganz witzig. Mal gucken, das machen wir vielleicht gleich mal. Eigentlich wollten wir jetzt einkaufen gehen, aber jetzt steckt er im All fest. Ich gucke mal, ob ich ihn dann gleich mitkriege und dann fahren wir erstmal einkaufen, weil das ist jetzt 11.30 Uhr und wir haben nicht viel zu Hause und wollen gerne Mittagessen demnächst. Und ja, wir müssen, ach, muss mein Soda-Stream noch ausbauen, der Zylinder ist leer. Zylinder, heißt das so? Ich glaube, dieser Luftkohlenstoff-Blabla ist leer. Genau, wir fahren jetzt einkaufen, wir machen noch kurz einen Plan und dann geht's los. Und dann gucken wir uns nachher das mal an, da in weiß ich nicht, 3D durch unser Haus, unser bald hoffentlich Haus. Wir waren erfolgreich einkaufen. Tüten sind hochgetragen. Jetzt muss ich es nur noch einräumen. Und dann gibt es gleich Mittag. Es ist nämlich jetzt schon fast 13 Uhr. Wir mussten heute in so viele Läden, das hat sich ein bisschen gezogen. Und dann kann ich ja die Sachen gleich draußen lassen, ne, zum Mittag kochen. Und dann probieren wir ein neues Rezept, was Richi und Maya uns empfohlen haben aus dem Thermomix. Mal sehen, wie es mundet. Hey Leute, irgendwie haben wir mal wieder nicht so richtig gevloggt heute Nachmittag. Wir waren, also ich war damit beschäftigt, ganz viele Klamotten zu bügeln und abzufusseln und zu beschriften, weil ich morgen auf den Flohmarkt gehe mit Maya und wir müssen sehr früh los, deswegen gehen wir jetzt schlafen. Das ist auch schon ganz schön spät. Ich glaube, es ist gleich 23 Uhr oder ist schon. Gleich. Und ey, wir müssen morgen um 6 aufstehen oder früher und dann ziemlich früh, also Maya und ich. Ja. Ja, dass du schlafen bleiben wirst, ist mir schon klar. Und ich habe alles eingepackt, außer die Klamotten, die muss ich morgen noch zusammenlegen, weil ich nicht will, dass die so lange geknollt sind, weil dann hat das Bügeln gar keinen Sinn gemacht. Und dann waren wir nachmittags noch kurz Abendbrot essen zusammen. Also Tobi und ich waren bei Richi und Maya und haben zusammen Abendbrot gegessen. Ja, jetzt sind wir zu Hause gerade wieder angekommen, war ein bisschen längeres Abendbrot essen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Sachen durchgesucht, weil Maya hat viel mehr gehabt als ich. Jetzt habe ich das Gefühl, ich hatte nicht so viel aussortiert und jetzt habe ich noch ein paar Sachen gefunden, die ich noch mitverkaufen kann. Und jetzt geht's ins Bett und dann schauen wir morgen mal, ob wir überhaupt was verkaufen und ob wir noch einen Platz kriegen und so. Weil es ist halt irgendwie doof, man kommt da ohne Anmeldung hin auf den Flohmarkt. Und dadurch, und der geht halt irgendwie um 7 Uhr, ist da halt irgendwie aufbauen und deswegen müssen wir so früh losfahren. Mal sehen, ob das cool wird oder nicht. Und wir dürfen nicht früher weg. Wir müssen da sitzen bis 14:30 mindestens oder 15 Uhr. Ich glaube, so lange ist der irgendwie offen. Zumindest haben die das gesagt. Hi Leute, ich habe gar nicht gevloggt. Hast du gevloggt? Nö. Nö. Also ich habe kurz gefilmt von meinem Stuhl sitzend den Stand beim Flohmarkt. Wir waren ja heute beim Flohmarkt, Maya und ich. Und wir sind sehr früh los und waren trotzdem nicht rechtzeitig. Aber eine andere Freundin war auch noch da. Und die hat uns dann Platz freigehalten für unsere Tische. Ja, wir haben auch ganz gut verkauft und alles um echt ganz guten Gewinn gemacht, aber wir haben halt auch wirklich die ganze Zeit da gesessen. Ich glaube, um 7 haben wir aufgebaut, dann waren wir so ab 7.30 Uhr eigentlich fertig und haben bis 14.30 Uhr, 15 Uhr da gesessen. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand am Hals. Im Gesicht bin ich, glaube ich, so mehr oder weniger drumherum gekommen, einfach nur, weil ich dolle Schminke drauf hatte. Ja. Achso, mein Ohr ist, glaube ich, auch verbrannt. Das ist ganz heiß.
Und ja, wir waren halt in der Sonne und hatten halt nicht wirklich so viele Sachen dabei. Tobi hat uns dann Sonnencreme vorbeigebracht und weil Tobi und Richard, also Richard ist Mayas Freund, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erklärt, aber falls ihr jetzt verwirrt seid, die beiden haben uns dann besucht und haben Essen mitgebracht von Burger King. Deswegen haben wir dann schön Mittag gegessen und dann hat er mir noch ein T-Shirt mitgebracht, der Tobi, weil ich hatte nur einen Pulli an, das war ein bisschen warm. Dann habe ich T-Shirt angezogen, Sonnencreme draufgeschmiert und dann war gut, aber ich habe den Hals natürlich nicht eingeschmiert. An den habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe mir nur die Arme eingeschmiert. Naja, kriege ich jetzt einen ganz komischen braunen Hals. Und sonst waren wir dann zu Hause und ich musste erstmal ein bisschen chillen. Jetzt haben wir noch ganz kurz Tobis Eltern besucht, weil die jetzt aus dem Urlaub wieder da waren und haben kurz mit denen gequatscht. Jetzt sitzen wir auf dem Sofa und lümmeln hier rum. Und morgen ist wieder ein relativ verplanter Tag für mich. Und dann muss ich irgendwann demnächst auch mal irgendwie ein bisschen Pause machen. Nochmal in der Urlaubswoche. Weil wenn man so viel immer macht und irgendwie losfährt und so, ist es für mich immer so stressig. Ich muss noch ein bisschen chillen. Mit viel Decke, Schlafanzug und auf dem Sofa chillen. Mal gucken. Morgen fahre ich auf jeden Fall mit einer Freundin shoppen nochmal. In das Center, wo wir heute waren, wo heute Sonntag war ja nicht offen, deswegen war da der Flohmarkt und eine Monster-Truck-Show. Und da fahre ich morgen nochmal hin, wenn alles offen hat und gehe ein bisschen bummeln und shoppen. Ich will mir einen Bilderrahmen kaufen, weil ich noch ein bisschen Kunst machen will. Mal gucken. Bilderrahmen? Nein, eine Leinwand. Ja. Bilderrahmen will ich nicht kaufen, hast recht. Mhm. Ja. Und meine Freundin lässt sich ein Piercing stechen. Oder zwei. Das besprechen wir morgen nochmal. Ich glaube, sie sind noch nicht so sicher, ob es zwei werden oder eins. Und dann, ob beide gleichzeitig... Boah, ich glaube, ich muss mir da mal was raufschmieren. Das ist wirklich doll rot, ne? Mhm. Mein Hals. Mal gucken. Ich habe bestimmt noch irgendwo so Creme. Ja, also ich habe nicht so viel gevloggt. Ich wollte euch kurz den Tag zusammenfassen. Und dann ist morgen Montag. Und wir haben noch eine Woche Urlaub. Yay! Es ist wunderschön. Hallo Leute, oh, ich habe gerade meine Tunnel rausgemacht. Oh, es kommt ein Angriff. Es kommt ein Björni-Angriff. Hallo! Eventuell habe ich doch wieder nichts gevloggt beim Einkaufen. Ich hatte heute einen komischen Tag. Mir war ein bisschen schwindelig, aber eigentlich war der Tag ganz gut. Aber irgendwie habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich bin jetzt, glaube ich, so ein bisschen raus. Ich habe das vergessen, weil wir jetzt ein bisschen Pause gemacht haben. Ich zeige euch mal, was ich mir geshoppt habe. Also, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Ich habe so eine ähnlichen schon mal gekauft. Die werde ich aber verkaufen, weil die habe ich nie angezogen, weil die sehr unpraktisch waren. Und jetzt habe ich so eine Doc Martens ähnlichen Schuhe gekauft, die aber keine Doc Martens sind, aber sehr geil aussehen und haben halt einen Reißverschluss, weil ich finde diese Schuhe so unpraktisch, wenn sie keinen Reißverschluss haben, weil man die ja dann immer aufschnüren und wieder zuschnüren muss. Und ich brauche Schuhe, die ich auf Arbeit schnell an- und ausziehen kann. Deswegen mit Reißverschluss. Und ich finde sie wunderschön und ich wollte schon ewig so eine Schuhe haben und die passen mir gut an den Fuß und ich liebe sie. Björn, was liebst du? Essen und Streicheleinheiten. Dann habe ich noch für Tobis kleine Cousine, die hat am Wochenende Geburtstag und wird 5. Und für die habe ich noch ein bisschen Kleinigkeit Geschenke geholt. Dann habe ich mir irgendwie bei Deichmann so eine Sohlen anschwatzen lassen von der Kassiererin. Ich weiß nicht, ist mir schon lange nicht passiert. Ich hatte irgendwie einen schwachen Moment. Und ich habe bei Sostrene, Grene oder wie auch immer man das ausspricht, eingekauft und habe Leinwände geholt und Acrylfarben. Ich habe eine größere, eine schmale und eine, wo schon eine Vorlage drauf war. Aber das ist unsinnig. Nee, aber zum Reinkommen dachte ich, um so ein bisschen mit so Farbe und so zu gucken. Mm. Naja, fand ich auf jeden Fall ganz süß. So, und dann habe ich mir noch ein paar Pinsel und so eine Schwämmchen geholt. Und eine kleine, eigentlich ist es eine Mini-Leinwand, aber ich wollte so eine Karte, weil ich so ein bisschen so Farbe über Leinwand schieben, so abstrakt, so. Und das wollte ich damit machen, habe ich gedacht, weil die ist auch sehr stabil. Dann habe ich ganz viele Farben geholt. Guck mal, das ist ein geiler Farbton, gelb, für die Zitrone. Dann, also ich habe nicht nur Farben für das Bild, sondern halt auch so welche, die ich mir zusammenmischen kann. Dann habe ich grün und braun. Auch ein starkes Grün. Ja, aber ich dachte, das kann ich noch abschwächen mit Schwarz. Weil Schwarz habe ich letztens gekauft bei Teddy. Dann habe ich ein dunkles Rot. Dann habe ich ein Türkis. Und Pink und Ocker.
habe ich noch geholt. Ja. Und dann habe ich noch weiß und schwarz, habe ich letztens schon gekauft. Und die liegen, glaube ich, drüben. Und so ein helles Gelb, also nicht so ein knalliges, so ein gedecktes Gelb. Hätte ich wahrscheinlich auch mischen können. Aber egal. Mal sehen. Vielleicht mache ich das Mittwoch oder so. Mal ein bisschen was malen. Habe ich schon ewig nicht gemacht. Früher in der Schule sehr. Ich hatte sogar mal Kunstleistungskurs. Das heißt zwar nichts, ich bin nicht sonderlich 100% künstlerisch begabt, aber es macht mir sehr viel Spaß. Deswegen habe ich gedacht, ich kaufe das mal wieder. Eine Freundin von mir aus der Schule, die hat letztens bei Instagram so Bilder hochgeladen, wo sie mal wieder so gemalt hat und so. Und da dachte ich, Mensch, das wär's mal. Und meine Nase ist heute gar keine Foundation mehr da geblieben. Die Maske war so eng, alles abgerubbelt. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich so viel Schminke, dass ich ja noch meine Maske wieder aufsetzen muss. Da ist eine Katze hinter der Tüte. Hallo, Tütenkatz. Guck mal, du kannst auch reinklettern, Björn. Du liebst es, in Tüten zu klettern. Let's go. Warte mal, lass mich erst die Servietten rausnehmen. Björni ist verschwunden. Wir haben keine Björni mehr. Ach so, und ich habe mir einen neuen Rucksack gekauft. Den gab es auch bei Deichmann. Den fand ich super süß und der ist aus Kord. Und ja, den habe ich befüllt mit allen Sachen, die in meiner Handtasche waren und habe die Handtasche weggeschmissen, weil die war eigentlich schon kaputt. Da war der Riemen zu und die ging nicht mehr auf und das habe ich abgeschnitten und dann habe ich das ewig ignoriert, das Problem. Und jetzt habe ich einen neuen Rucksack. So, hallo! Ich habe mich in Schlafanzug geschmissen und abgeschminkt und Tobi macht uns hier gerade Bratbrot mit, also Käse. Quetsch-Sandwich mit Käse in Butter gebraten. Gut für die Linie, aber sehr lecker. Und wir haben gerade noch, bevor wir jetzt Abendbrot essen, noch Unterlagen fertig gemacht für die Finanzierung. Also jetzt von dem Typen, der sich um die Finanzierung für die Grundstücke kümmert, die wir kaufen. Ja, und der wird sich dann nochmal melden. Der hat vorhin mit Tobi telefoniert, als ich unterwegs war. Und da haben wir jetzt einige Sachen nochmal hingeschickt, dass der das konkret hat. Und genau, dann schauen wir mal, wie wir das machen und was er uns so vorschlägt. Und wir haben jetzt auch nochmal nach einer Möglichkeit mit KfW gefragt. Vielleicht gibt es da irgendwie eine. Mal schauen. Guten Morgen. Hallöchen an diesem Dienstag. Ich habe mir ein Marmeladentrio gemacht. Werde jetzt frühstücken mit dem Käffchen und Tobi sitzt auch nebenan, trinkt Kaffee. Und nachher haben wir vor, zu Ikea zu fahren und dort Mittag zu essen und ein bisschen rumzuschauen, was es so gibt. Ich freue mich sehr. Ich mag Ikea sehr gerne und ich war da schon ewig nicht mehr drin, weil es ja jetzt mit eine Zeit lang mit Lockdown und so schwierig war. Ich bin sehr aufgeregt, das wird schön. Leute, wir sind fertig. Wir waren eine Runde bei Ikea. Wir haben nicht so viel sinnvolle Sachen gekauft. Wir haben hauptsächlich Wir haben hauptsächlich geguckt, was es so gibt. Oh, ich habe was von dem Busch mitgenommen. Ich hoffe, ich kann unsinnigen Quatsch kaufen. Nee, du hast schon unsinnigen Quatsch gekauft. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist ein bisschen mit dem Wagen. Der ist hier sehr polterig. Und Tobi hat ungefähr bei jedem Musikbox-Ding, was es gab, einmal lauter gedrückt. Und dann war es auf einmal super laut und man hat immer gehört, in welcher Ecke er sich gerade aufhält. Und jetzt gehen wir vielleicht noch kurz zu Höfner Sofa angucken. Hi, ich habe komische Striche im Gesicht von Maske tragen und werde mich jetzt abschminken. Von Maske getragen? Ja, wir sind gerade nach Hause gekommen von Ikea und Höfner. Höfner war jetzt nicht so ein Highlight. Also wir haben ein Sofa gefunden, was so ähnlich aussieht wie, ganz cool, ja. Wie unseres, was wir haben wollen. Aber haben uns darauf gefläzt und festgestellt, es fühlt sich gut an. Ich hoffe nur, dass das andere, was wir irgendwann mal haben wollen, dann sich auch so anfühlt. Und sieht ja schlimm aus mit den Strichen. Und ich habe irgendwie im Ikea gar nichts gefilmt. Ich habe auch zu Tobi gesagt, oh, ich mache ein Foto von der Küche, die hier cool ist, die wir haben wollen. Habe ich auch nicht gemacht. Habe ich vergessen. Aber ich habe aufgeschrieben, was wir haben wollen, in welcher Größe und wie. Auch wenn das ein bisschen früh ist. Aber die Inspiration war da. Und wir sind uns auch so mittelmäßig einig. Ja. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass der Schuhschrank, den ich rausgesucht habe, viel zu hoch ist. So, also haben wir jetzt einen anderen aufgeschrieben, den wir dann doch lieber nehmen. Es hat sich also schon ein bisschen gelohnt. Und Tobi und ich haben einen Disput wegen den Herd-Dingern, wenn wir dann einen Herd Ofen. Irgendwann zu Ofen. Stimmt, das ist nicht der Herd. Der Herd ist die Platte oben. Ja, den Ofen. Aber das ist ein Problem, was wir jetzt noch nicht haben.
so gar nicht. Obwohl, tatsächlich müssen wir wahrscheinlich, vielleicht müssen wir das schon wissen, wie die Küche mal irgendwann wird, wenn wir diesen Termin mit dem Architekten haben, ne? Weil das Fenster, was da in der Küche ist, macht Sinn, dass das über der Spüle ist. Und vielleicht muss man das dann 10 cm verschieben, dass es genau mittig über der Spüle ist. Ja. Also müsste man das tatsächlich schon wissen, bevor wir das... Aber 10 cm kann man es auch immer noch auf die Spüle und so hin und her schieben. Ja, aber manchmal ist es ja so, dass es dann total blöd ist, weil du eigentlich genau 2 Doppelschränke hinkriegst und du kannst die Spüle immer nur über einen großen Schrank machen und nicht so komisch über 2. Da muss ich Ikea den Kopf machen. Nee, da müssen wir vorher schon dran denken. Wir machen eh viel zu viel. Die werden alle bezahlt. Die kriegen alle Geld. Meh. Und nicht wenig. Meh. Nee. Mimi. Ich habe auch schon gesagt, die haben es ganz schön leicht mit uns. Mimi. Ich mache das einfach sehr gerne. So, ich schmink mich jetzt ab und dann lümmel ich mich hier hin. Guten Morgen, Leute. Ich habe meine Haare gewaschen und versucht, irgendwie wieder Locken hinzukriegen. Ed sieht mehr wüst aus als alles andere wieder, aber naja. Definierter Wust immerhin im Vergleich zu letztem Mal. Aber ja. Und mich sehr viel eingecremt. Deswegen glänze ich heute sehr. Und es gibt jetzt Mittag. Wir haben heute den ganzen Tag bisher nichts gemacht, außer dass ich duschen war, mich eingecremt habe und versucht habe, meine Locken zu definieren. War also so semi-erfolgreich, aber relativ entspannt. Tobi war auch eine Runde duschen und jetzt machen wir uns einen entspannten Mittwoch. Nachher müssen wir noch ein bisschen das Wohnzimmer umräumen, weil Tobi neue Dinge bestellt hat. So ein Fire TV Cube. Und 2 Alexa Soundbox Bums. Wie heißt die? Genau. Echo Studio. Echo Studio. Ja, das Wort mit S, mit das war Studio. Okay, kein Soundbums. Ja, mal sehen. Und das Essen. Eigentlich nur eine klassische Tomatensauce aus dem Thermomix, aber das riecht immer so gut. Wir sind noch kurz unterwegs. Tobi ist schon mal vorgelaufen, der wollte noch zur Tanke und ich habe mir ein Eis geholt. Da schlecke ich ein Eis und hole Tobi ein und dann gehen wir wieder zurück. Weil es ist hier sehr sonnig und wir dachten, wir wollen noch ein bisschen in der Sonne unterwegs sein wenigstens. Wir sind wieder zu Hause. Ja. Tobi wollte, dass wir ganz schnell laufen, weil wir sind nicht gewandert, wir sind sehr schnell gelaufen, weil ein Paket für ihn jetzt ankommt. Und jetzt im Endeffekt sind wir jetzt trotzdem schon oben und es dauert noch kurz, bis es ankommt. Also hätten wir vielleicht ein bisschen weniger schnell laufen können und dann hätten wir das Auto unten noch getroffen. Vor allem musste ich dann schnell laufen und dabei Eis essen. Das ist schon anstrengend. Das ist schon anstrengend. So, jetzt mache ich mir einen Zopf. Meine Haare sind ganz geschwitzt. Es ist so krass warm draußen, ne? Ich finde es wirklich faszinierend, dass jetzt auf einmal nochmal so ein Hochsommer ausbricht hier. So, Tobi hat 2 Echo Studios gekauft und noch so ein Cube, was wir ja vorhin gesagt hatten. Und die sind jetzt, also zumindest die Studios sind schon mal angekommen. Der Cube müsste nachher noch kommen. Und jetzt wollen wir dieses Chaos mit Staub und Elend und Dingen umsortieren. Wir gucken uns einmal den Jetzt-Zustand an. Das Beste kommt zum Schluss. Das ist ein Problem. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir das Chaos hier mal beseitigen, aufräumen und dann. Das ist ein Feuer, der sagt da hinten. Ja, eigentlich ja. Das ist, ich glaube, da kriegt jeder Elektriker ganz, ganz große Panik. Der Fire TV Cube ist jetzt auch angekommen. Ja, so hoch ist er nicht, hast du recht. Und hier ist schon mal ganz okay, aber wir zeigen euch gleich, wenn es fertig ist. Das sieht aber kurz aus. Nee, groß. Ach, groß. Oh, das ist auch doof, ja. Tja, dann haben wir jetzt ein Steckdosendilemma. Na, aber ich weiß noch nicht wie. So, wir sind fertig. Es ist nicht 100% perfekt hier mit den ganzen Kabeln, vor allem weil das von dem Amazon Cube ist leider ein bisschen kurz. Deswegen kann man das nicht bis gerade nach hinten und dann hinterm Sideboard lang gehen lassen.
Ja, und dann hatten wir ein bisschen Komplikationen hier, den Sound da auf diese zwei Boxen zu bekommen und den Cube auf unsere Fernbedienung auf den Cube anzulernen. Dass wir jetzt mit der Amazon Fernbedienung unseren Fernseher bedienen können. Aber jetzt geht es. Jetzt stört mich nur, dass wir kein HD haben. Weil vorher haben wir ja diese Telekom-Box genutzt. Und da ist halt HD mit drin. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob wir die irgendwie kündigen können. Weil die ist ja dann unnötig doppelt zu bezahlen. Dafür könnten wir uns dann da monatlich dieses komische 5 Euro dazu buchen, dass wir da HD haben. Weil sonst ist es irgendwie nicht so ein richtiges Upgrade gewesen. Aber Tobi hatte das Bedürfnis, schon mal neue Sachen zu kaufen. Ja. Ja. So, also wir schauen jetzt HGTV weiter und wir haben gerade Abendbrot gegessen. Und jetzt lümmeln wir und machen Feierabend für heute. Es war irgendwie ein viel zu stressiger Tag. Ich habe das Gefühl, ich habe ständig was gemacht. Ich weiß auch nicht. So, guten Morgen, Hallöchen an diesem Donnerstag? Ja, Donnerstag. Es ist jetzt schon Mittagszeit, wie ihr gesehen habt. Wir essen jetzt Eierkuchen, also Krebs, beziehungsweise Pfannkuchen, irgendwie so. Eigentlich sollen es Krebs sein, aber ich finde, das sind eher Pfannkuchen. Nee, Eierkuchen. Ich bin verwirrt. Wir sagen Eierkuchen eigentlich, ne? Ja. Gut, Eierkuchen. Ja, und ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, mir bei IKEA den neuen Küchenplaner zu Gemüte zu führen. Die haben den jetzt aktualisiert. Ist ganz cool geworden, glaube ich. Und habe jetzt wieder unsere Küche gebaut. Dann ist uns aufgefallen, dass IKEA mit ziemlich vielen Sachen unzufrieden ist, die wir uns vorgestellt haben, wegen der Entfernung und so. Aber egal, das kümmern wir uns später drum. Und dann ist mir aufgefallen, dass man so eine Küche schon ziemlich früh wissen muss, weil man ja eigentlich irgendwie auch wissen muss, wo aus der Bodenplatte die Abwassersachen und so rausgehen. Und ich glaube, dass das schon da beplant werden muss. Beziehungsweise ja auch, wo man welche Fenster und Türen und so setzt, weil das ja davon abhängt dann, wie man die Möbel stellen kann in der Küche. Beziehungsweise, wenn man die Küche so und so haben will, muss man vielleicht ein Fenster noch ein paar Zentimeter verschieben. Das ist ganz schön verwirrend. Ich hoffe, man vergisst in diesem ganzen Prozess dann irgendwann nichts. Aber ich glaube, mein Problem wird eher, dass ich über so viele Sachen nachdenke, dass ich die alle irgendwann durcheinander bringe. Ja, naja, egal. Wir essen jetzt erstmal. Und es ist schon wieder übelst warm. Ich glaube, ich werde mir bald wieder ein Sommeroutfit anziehen müssen hier. Okay. Durch die Fenster kommt sehr viel Hitze rein. Tobi und ich haben gerade Gin verfeinert. Also es ist eigentlich Wodka. Aber wir haben das von Tobis Schwester zu Weihnachten bekommen. Vor, weiß ich nicht, letztes Jahr, glaube ich, war es. Und das sieht ja mal übel geil aus. Das ist so total rot gefärbt jetzt, weil wir getrocknete Hibiskusblüten reingemacht haben. Und wir müssen jetzt bis morgen warten und dann können wir den destillieren, also nicht destillieren, wir können ihn filtern durch diese Tütchen, die daneben liegen und dann probieren. Mal gucken, ob das wirklich nach Gin schmeckt. Wir mussten ihn jetzt schon 24 Stunden mit Wacholderbeeren einwirken lassen. Und jetzt nochmal den Rest drauf und dann schauen wir mal. Schauen Sie, wie cool das aussieht. Also es sieht jetzt irgendwie so mittelcool aus, aber in echt sieht es supi aus.